Hallo allerseits. Es ist mir tatsächlich etwas aufgefallen, was in den zahlreichen Tipps und Tricks-Videos von Albion meines Erachtens nicht extra erwähnt wurde. Und zwar betrifft es die möglichst hohe Motivationseinstellung deiner Arbeiter auf deiner Insel. Man kann die Insel natürlich so gestalten, wie man will. Es macht allerdings definitiv am meisten Sinn, wenn ihr auf eurer eigenen Insel alles mit verschiedenen Arbeitern platzieren tut. Ich kann euch jetzt schon sagen, meines Erachtens, aber ich spiele auch noch nicht so lang, ist der Angler definitiv ein Geheimfavorit auf hohen Gewinn, weil er kann bis zu 150 Seegras mitbringen und das bedeutet einen relativ hohen Gewinn, wenn er das nachher wieder verkauft. So, jetzt als allererstes, was mir bewusst geworden ist, da seht ihr schon, typischer Anfängerfehler, vergesst es mit dem ganzen Klimbim. Ihr könnt natürlich eure Hütte so gemütlich wie möglich einrichten, bringt euch jedoch im Spiel überhaupt nichts. Dann, der nächste Fehler ist das, ich dachte am Anfang immer, es macht Sinn, wenn man drei von diesen Büchern und auch immer drei von den jeweiligen Objekten, also Trophäen, hinstellt. Das ist aber nicht so. Es reicht von jedem Objekt, wenn es das Richtige ist. Das habe ich einfach jetzt aus Lust noch da gelassen, weil es früher eine Wildhütte Hütte war. Eine Klasse, die ich momentan nicht benutze. Aber eben, das spielt keine Rolle, weil Wildhüte sind zum Beispiel für Leute, die gerne Leder haben oder Leder brauchen, sehr, sehr nützlich. Ich habe mich aber einfach dann eher für zwei Angler entschieden und zwei Holzfäller und dann für Zauberer. Aber jetzt nichtsdestotrotz, das darf jeder so einstellen, wie man will. Mir ist einfach bewusst geworden, dass der Angler wahrscheinlich einen sehr hohen Gewinn bringt. Ich werde das dann in einem späteren Video für euch dann auch mal demonstrieren. Ich habe da in jedem Häusle so eine kleine Kiste hingestellt. Da reicht Truhe des Novizen, die sind günstig. Und da kann man jeweils die Bücher reintun. Und ich werde jetzt im Verlauf dieses Monats mal alle Sachen, die sie mir farmen, dort reintun. Und dann können wir in einem dritten Video dann mal gemeinsam sehen, was da herauskommt. Also, ganz wichtig ist, vergesst all den Klimbim, konzentriert euch aufs Wesentliche. Das heißt, das ist die Möbel, dann also Bett und Tisch. Das ist mal ganz wichtig. Jeweils, wenn ihr drei Arbeiter habt, was ich euch empfehle, und dann auch die gleiche Klasse pro Haus jeweils. Das ist auch noch ganz wichtig, dass ihr die gleiche Klasse wählt, damit ihr sie auch gezielt dann mit den Objekten pushen könnt. Dann eben also Bett. Tisch jeweils in der höchstmöglichen Klasse des Hauses. Es wird dann ab der Stufe 6 auf 7 wird es dann sehr teuer, weil dann braucht ihr 180 von den 7er Steinen. Es sei denn, ihr geht sie in den Zonen, was meistens Red Zone oder Black Zone bedeutet, farmen. Aber sie sind relativ selten. Also, ganz wichtig ist, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Und den ganzen Anfänger-Klimbim rausschmeißen. Es sieht natürlich schön aus, wenn ihr da so ein Wolfsfell habt, aber ihr wisst ja, man kann nur 14 einzelne Möbelstücke einstellen. Das bedeutet, dass ihr möglichst den Platz spart für das Wesentliche. Weil ich habe mich am Anfang immer gefragt, das sind jetzt zufälligerweise gerade die Angler, wie kommen sie da unten auf 100 zum Beispiel? Und das ist ganz einfach durch das möglich, indem man einfach
Ich zeige euch das in einem Haus, wo ich da schon ein bisschen weiter bin. Indem ihr das einfach richtig der Reihe nach aufstellt. Das ist auch schon weit, aber ich habe noch eins, das ist noch ein bisschen weiter. Ich glaube, dieses hier. Ja. Ah, das hat noch einen Ofen, der kommt auch raus. Das war einfach ein typischer Anfängerfehler. Ich dachte, ja, richte ich das doch ein bisschen schön ein. Und es schadet sicher nichts, wenn man mehrere Sachen aufstellt. Dabei habe ich da unnötig Silber verschwendet, weil ihr werdet sehen, schaut, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, jetzt habe ich 30. Jetzt nehme ich das noch weg und siehe da, immer noch 30. Das bedeutet, es kommt darauf an, dass man es der Reihe nach macht. Ich werde jetzt schauen, wo ich da schon ein bisschen weiter bin. Das ist natürlich nervig, wenn man das erst irgendwie irgendwann bemerkt, aber drum mache ich euch ja das Video. Also ihr seht hier, das ist Holzfäller. Das bedeutet, ihr seht, ihr, das noch zu viel wartet, das nehme ich noch schnell weg, damit das passt. Das sind jeweils die Bonsai, die zählen. Also ihr seht hier, das ist der höchstmögliche, das ist der 6er Bonsai. Dann seht ihr hier den 5er, dann da 4er, 3er und den kleinsten, den 2er. Dann wäre mal das in der Reihe aufgestellt und damit ihr dann noch mehr Punkte sammelt, würde ich dann noch sagen, dass er hier 6er von den allgemeinen Trophäen, die zählen auch, dann da 5er. Dann noch ein, die habe ich jetzt noch nicht, dann 4er, 3er und 2er. Und dafür möglichst achten, dass ihr möglichst viel Platz habt. Ich weiß nicht, ob es für alle Platz habt, das werden wir sehen. Ich müsste das jetzt schnell zählen oder vielleicht macht ihr das schnell. Auf jeden Fall wichtiger als die allgemeinen sind die hier, die spezifischen, die bringen mehr Punkte. Aber wenn ihr die abgearbeitet habt, dann macht noch möglichst von jedem ein allgemeines Trophäenmodell rein. Also das Wichtigste also in Kürze ist einfach, verzichtet auf jeglichen Klimbim. Jeweils drei Arbeiter der gleichen Art pro Haus. Und dann immer die höchsten Einrichtungsgegenstände. Also wenn ihr das Haus 6 oder 7 habt, oder so wie ich jetzt hier im 6, das ist Hausstufe 6, dann konzentriert euch darauf, dass ihr möglichst auch alle Einrichtungen auf der Stufe 6 habt. Das kostet natürlich etwas, je höher das es wird. Am Anfang sind es noch günstig, aber ab Stufe 5, 6, 7 wird es dann schon ziemlich teuer. Und ab Stufe 8 ist es sehr, sehr teuer, aber weiter hoch geht es dann nicht mehr. Das ist jetzt Stufe 6 gewesen. Wichtig ist auch noch der Hinweis, der wird zwar schon in einem anderen Video gesagt, aber wichtig ist zum Beispiel auch das, dass ihr möglichst alles auf Arbeiter der verschiedenen Art, die euch gerade passen, einstellt, weil es ist nicht wirtschaftlich, wenn ihr die Dinge auf eurer eigenen Insel produziert. Es ist zwar schön bequem, das stimmt, aber man spart auf irgendeine Weise, auf jeden Fall wird es so auch erklärt, an, ja, so sind, glaube ich, die Möglichkeiten, dass es Bonus Objekte gibt, also dass ihr mehr, zum Beispiel wenn ihr Holz herstellt oder so, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das auf einer anderen Insel macht, dass ihr vielleicht anstatt 20, 22 Holz bekommt. Also dass ihr einfach irgendwo entweder Fokus oder andere Punkte zusätzlich gut geschrieben bekommt. Hier seht ihr ein Haus der Stufe 7.
Ich habe drei Häuser oder vier Häuser habe ich auf 7 schon gelevelt, aber das ist ein sehr teurer Spaß, wenn man die Steinblöcke nicht selber farmen tut. Ich werde mich jetzt für die anderen Häuser wahrscheinlich dann mal zusammentun und dann werden wir schauen, wo wir die nötigen Hölzer bekommen. Zuerst muss ich überhaupt mal das Werkzeug dafür haben. Also hier seht ihr Betten der Stufe 7. Dann hier ein Tisch der Stufe 7 und dann hier schon ein Anfang Oktav der Stufe, also allgemeine Trophäe der Stufe 7, dann da Stufe 5er und Stufe 6. Der Rest fehlt noch. Und auch hier bei den Wappen natürlich, das ist bei der Söldnertruppe. Das sind hier solche Wimpel. Wichtig ist einfach, dass ihr genau herausfindet, welche Arbeiterart welche Trophäen gerne hat und dann die richtigen auch einkauft. Wie gesagt, ich werde euch im dritten Video, das ich mache, dann zeigen, nach etwa einer Zeit von, sagen wir, 3 bis 4 Wochen, wie viel das es eingebracht hat. Für das habe ich extra diese kleinen Kisten in jeder Hütte noch. Habe ich jetzt nicht dabei, also dann gehen wir das jetzt einkaufen. Noch schnell auf die Weide ein Kalb aussetzen. Also nicht aussetzen, aber auf die Weide stellen. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann einfach in den Kommentaren hinschreiben, wenn ich etwas zu wenig deutlich gesagt habe. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ich so ein Haus einrichte. Nehmen wir das Haus der Zauberer, dafür brauche ich einfach allgemeine Trophäen. Die kaufen wir jetzt auf dem Markt in Matlock oder Martlock. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, auf welche Insel, auf welche Stadt ihr euch zu Beginn entschieden habt. Ich werde dazu nachher auch noch ganz schnell etwas sagen, wenn wir die Karte sehen. Das kann ich auch noch schnell. Gibt's nämlich, ich sage das jetzt gleich schnell, damit ihr nicht lange warten müsst. Schaut mal schnell, wenn ihr hier die Karte aufmacht. Ah, das ist nicht das, was ich sehen wollte. Müssen wir schnell darunter. Hier, wenn ihr hier die Karte seht, könnt ihr euch hier, da sind wir jetzt, für jeweils eine von diesen Städten entscheiden. Ich kann euch Folgendes sagen, dass jetzt, nachdem ich es weiß, wenn ihr gerne Zauberer seid und eigentlich in einer Stadt sein wollt, wo viele Zauberer sind, dann wählt dies hier. Wenn ihr eher Bogenschützen seid und eher Archer oder ja, Fallbogenspezialisten, wählt das hier. Wenn ihr Druiden, Naturstäber, Heiler und so weiter, das hier. Wenn ihr Krieger, Ritter und stark gepanzerte Tanks oder so bevorzugt, wählt das hier. Und wenn ihr so, das ist jetzt meine Erfahrung einfach,
irgendwie Krieger sein wollt oder einfach so von allem etwas ein bisschen haben wollt, wählt das hier. Ich habe mich für das hier entschieden, weil mir die Farbe gefallen hat und weil ich auch die Zone relativ ansprechend fand, weil es ein bisschen alles hat. Aber von meiner Ausrichtung her wäre natürlich das hier, ich bin ja hauptsächlich Zauberer, das hier natürlich ideal. Aber eben, ich habe mir das damals einfach so überlegt, weil mir die Fläche gefallen hat, habe ich mich für das entschieden. Also ich wiederhole noch einmal, Zauberer, Tanks, Heiler, Archer und Krieger einfach. Es spielt im Fall nicht so eine große Rolle. Es ist nicht so, und wenn ihr euch fragt, was das Mittlere ist, das ist so eine Spezialstadt. Da müsst ihr durch rote Gebiete durch, das können wir dann auch mal machen. Gibt es auch einen Schwarzmarkt. Aber eben, wenn ihr euch das fragt, wählt einfach die Stadt, die euch vom Gebiet her am nächsten steht und wo ihr euch am wohlsten fühlt. Und ganz wichtig ist auch noch das, dass ihr euch offen lasst, wenn ihr am Anfang noch keine Gilde gefunden habt, bis ihr wisst, in welcher Stadt eure Lieblingsgilde ist. Das würde ich sowieso ganz sicher warten, bis ihr eine Gilde gefunden habt, bei der ihr gerne seid. Und erst dann würde ich mir eine eigene Insel kaufen und auch erst dann anfangen, das alles zu bebauen. Weil, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Gilde wählt, die in Martlock ist, ihr seid aber in Tedford, dann müsstet ihr alles, wenn ihr die Insel schon angefangen habt zu bebauen, alles wieder abbauen und dann runter umziehen auf Martlock. Also deswegen ist es ganz wichtig, am Anfang würde ich noch keine Insel kaufen. Spielt zuerst mal 2, 3 Wochen und dann seht euch die Angebote an, geht in die verschiedenen Städte. Das könnt ihr gut, ihr müsst maximal durch gelbe Zonen, von dem ihr habt ihr im schlimmsten Fall keinen Verlust. Und seht euch die verschiedenen Gilden an, fragt, wo sie sind und wo sie ihre Hauptquartiere haben. Und dann wählt ihr mit Bedacht, dass ihr dann die Insel dort kauft und dann könnt ihr auch anfangen, sie nach euren Wünschen zu bebauen. Da gibt es verschiedene Konzepte. Ich habe mich jetzt für das Konzept der Arbeiter entschieden, dass ich alle Kräfte auf Häuser setze und dort Arbeiter arbeiten lasse. Ihr seht auch hier in den unterschiedlichen Zonen, oder? Wie das eingeteilt ist. Ihr könnt das übrigens auch nach Gilden oder nach politischen Äußerungen aussuchen. Da seht ihr die Gebiete, die werden immer wieder bekämpft auch, oder? Oder neu ausgefochten. Das steht dann auch um welche Zeit. Aber ich würde mich nicht unbedingt nur von der Macht blenden lassen. Es kann nämlich auch heißen, dass wenn eine Fraktion oder eine Stadt extrem groß ist, dass es natürlich dann auch sehr viele Spieler gibt, die eventuell das Gleiche tun wie ihr. Und deshalb würde ich mir die Stadt aussuchen, nachdem welches Gebiet euch gefällt, weil das Gebiet, das ihr hier habt, ist nachher später auch ähnlich dort, wo ihr nachher in der Black Zone, das ist alles die Black Zone, hinreist. Also ihr seht, das sind hier die Portale. Zu einem von dem startet man und dann nachher kann man da reisen. Und da seht ihr auch, wie das nach Gilden eingeteilt ist. Es sind dann wirkliche Kämpfe, da wird wirklich darum gekämpft, ein Hauptquartier in jeder einzelnen Karte zu errichten und dann wirklich auch das zu halten.
Da sind wir mit unserer Gilde, wir sind ja eine Gilde, die noch im Aufbau ist, noch nicht ganz so weit als Einzelne, aber wir haben mit unserer Allianz, haben wir, soviel ich hörte, schon ein kleines Gebiet. Aber mir war die Aufgabe relativ sympathisch, weil es hat auch sehr nette Leute dort, dass man gemeinsam eine Gilde aufbaut. Weil das ist ja in Albion das Schöne, man hat ja dort als Sandbox-Spiel die Möglichkeit, eine eigene Geschichte zu erfinden. Und ich fand halt eben die Aufgabe wunderschön, mit guten Leuten eine Gilde von Anfang an aufzubauen. Übrigens, kleine Warnung, es gibt tatsächlich solche Leute, und das ist sehr, sehr, sehr schlimm, die in Gilden sich einwählen lassen und dann nachher an die meist ungeschützten Dinge wie Ressourcen und so weiter im Gildengebäude sich zu schaffen machen und dann dort quasi wie ein Raupe gehen und nachher wieder aus der Gilde verschwinden. Ich habe das bis jetzt nur gehört, ich war aber sehr erschüttert oder es hat mich sehr getroffen, dass es anscheinend wirklich solche Spieler gibt und ich würde mich da nicht scheuen, wenn so einer das macht. Man sieht ja in der Kiste, wer was bezogen hat oder wer was reingetan hat. Da würde ich mich nicht scheuen, das nachher sogar zu melden, sowohl im Spielerchat wie aber auch generell beim Hersteller, weil solche Spieler gehören auf eine Verwarnung mindestens, weil das ist wirklich asoziales Verhalten. Ich hoffe, so etwas kommt nie wieder vor, weil ich habe das nur gehört, aber das ist ja wirklich die Höhe, oder? Weil es ist ja schon so, man kann die Gilde so machen, dass eben die Gildenmitglieder Zugang haben zu den einzelnen Kisten. Das sollte auch so sein, weil manchmal tut man ja miteinander gewisse Dinge aufbauen oder auch craften. Und deswegen ist das wichtig und man vertraut sich auch untereinander. Aber wenn dann einfach so einer sich reinmogelt und dann die Gutmütigkeit einfach ausnützt und nachher wieder verschwindet, dann hinterlässt das natürlich schon ein komisches Gefühl. Und solche Spieler sollten einfach auch genannt werden, weil ich war sehr erschüttert, als ich das gehört habe, weil ich habe gar nicht an so etwas gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also, aber jetzt auf jeden Fall, man muss sich ja nicht vom Negativen runterziehen lassen. Wichtig ist es einfach, dass man sich auch gut entscheidet, wenn man am Anfang nach dem Tutorial gefragt wird, bei welcher Stadt möchte man anfangen. Ihr seht, hier hat man wirklich ein bisschen von allem etwas. Wenn ihr übrigens an Fraktionskriegen oder so teilnehmen wollt, dann werdet ihr aber immer angegriffen, wenn ihr in den Zonen seid und Leute kommen von anderen Gebieten. Dann könnt ihr euch, in jeder Stadt hat das übrigens, es sieht nur anders aus, bei so einem Kriegsminister einschreiben, Flagge aktivieren und dann habt ihr eine Flagge. Also da oben wird das dann angezeigt und dann könnt ihr mit allen, die auf der anderen Seite der Fraktion stehen, Kriege führen. Aber wir sind ja jetzt nicht wegen dem hier, darum mache ich das jetzt auch gar nicht extra. Gehe jetzt schnell die Dinge holen, die wir brauchen für die Insel. Ich habe jetzt einfach die Sachen genannt, die mir in den vielen Videos, die ich schon gesehen habe und die zum Teil wirklich sehr gut sind, die dort nicht genannt wurden oder mir zu wenig detailreich beschrieben wurde. Also jetzt nehmen wir da allgemeine Trophäe. Das ist das magische Buch. Nehmen wir mal 9 Stück. Gibt noch Stufe 2.
1 gibt es nicht, oder? Stufe 3 haben wir, dann Stufe 4. Stufe 5. Stufe 6. Und Stufe 7. Da nehme ich jetzt mal nur 2, weil da hat es schon. Dann machen wir bei den Söldnern noch schnell fertig. Stufe 1 hat es nicht, Stufe 2. 1. Stufe 3. So, und Stufe 5 haben wir, glaube ich, schon. Gut. Dann können wir noch gleich den Klimbim verkaufen. Wichtig ist auch noch, das ist auch am Anfang nicht so genau in den Videos gesagt worden, dass ihr bei dem Auktionshaus könnt ihr wirklich hier oben alles eingeben, nach was ihr also suchen tut. Hier könnt ihr die Verzauberung eingeben, hier die Qualität. Da könnt ihr aussuchen von meisterhaft, was das Beste ist, dann zu exzellent, dann zu hervorragend und so weiter. Und wenn euch ein Ausrüstungsteil wichtig ist, dann lohnt es sich wirklich meisterhaft zu nehmen. Auch wenn es wesentlich teurer ist, aber wenn ihr das wirklich behalten wollt, diese Ausrüstung, dann lohnt es sich meisterhaft zu nehmen, weil besser geht's nicht. Und wenn ihr das selber herstellen wollt, dann ist es so eine Glückssache von irgendwie 0,45%, dass ihr das im Wert von etwa 300.000 Silber pro Zug habt, eine Chance von 0,45%. Ich weiß nicht, ob das steigt mit der Zeit, aber auf jeden Fall so eine kleine Chance, dass es sich durchaus manchmal lohnt, bei der Qualität eine gute Stufe zu wählen. Und wenn es das meisterhaft nicht gibt, das musste ich zum Beispiel auch dann akzeptieren, weil ich zahle nicht irgendwie 80 Millionen Silber für ein Ausrüstungsteil, wenn ich es auf Excellent für irgendwie 4 Millionen haben kann. Weil Excellent ist ein bisschen schlechter zwar, aber immer noch gut genug für gute Ausrüstung. Aber das muss jeder für sich wissen. Wichtig ist nur, dass man auch gut Profit machen kann, wenn man zum Beispiel ein Ausrüstungsteil ohne Verzauberung kauft und dann nachher bei der Verzauberung es auf Stufe 1 oder Stufe 2 oder dann Stufe 3 sogar bringt, dann müsst ihr selber dann ein bisschen herausfinden. Das lohnt sich vor allem bei Rüstungen oder bei Waffen. Nehmen wir mal eine Rüstung, zum Beispiel Stoffrüstung, nehmen wir Stufe 4, die kostet 1272, nehmen wir eine gute Qualität, eben Meisterwerk zum Beispiel, die kostet Meisterwerk, also gute, beste Qualität, 17.216. Schauen wir mal auf Excellent. Excellent kostet sie 1.989. Das ist es eben. Also es sind extreme Preisunterschiede. Aber ich habe mir das einfach so überlegt, wenn es wirklich nicht zu riesengroß ist und es ist auf Stufe 8, also höher geht es ja dann nicht mehr, oder? Dann ist es durchaus etwas, wo ich sagen würde, das ist etwas, was ich investieren würde.
Da seht ihr, es sind dann schon auch Millionenbeträge. Klerikerrüstung in der höchsten Verzauberung kostet 7,8 Millionen. Verzauberung 3 und ohne kostet sie 310.000. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese Rüstung dann, ich zeige euch das jetzt noch schnell auf Stufe 4, weil ich würde so mit 4 und 5 könnt ihr gut arbeiten. Also da kostet sie meisterhaft 17.000. Dann mit der ersten Verzauberung 18, das lohnt sich nicht. Stufe 2 39 und Stufe 3 95. Es lohnt sich nur auf Stufe 3. Dann wird es sich lohnen, aber schauen wir mal auf Excellent. Da kostet sie voll verzaubert 79.000 und ohne Verzauberung. Was war das? War das Magierrobe? Also 79.000 ohne. Und 2222 kostet sie leer. Und dann könnt ihr die Runen kaufen und schon auf Stufe 2 wäre sie fast doppelt so teuer. Oder auf Stufe 1 meine ich, fast doppelt so teuer, dann dreimal so teuer. Also auf jeden Fall, es lohnt sich. Und wie ihr das macht, das ist hier. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Richtige finde. Ich glaube bei Produkten, nein, ist nicht mehr besuchen. Materialien, genau da. Da könnt ihr Rune, müsst ihr wieder zurückschalten. So, hier, dann müsst ihr hier eine nötige Anzahl Runen kaufen. So schafft ihr es auf Stufe 1, also das Grüne. Dann, das ist das nächste, das ist das Relikt, das kommt später. Dann Seele, das ist auf Stufe das Blaue, müsst ihr auch eine nötige Anzahl haben. Und schätzt so zwischen, was würde ich jetzt sagen, so zwischen 40 bis 120. Und dann könnt ihr ausrechnen, wie viel das kostet. Das kostet übrigens dann in den Stufen 8 ist das dann erheblich teurer, darum auch die Preisunterschiede. Aber ihr könnt das ja dann clever ausrechnen, wie es für euch gerade passt. Aber dann würde ich, wenn ihr Profit machen wollt, es mit so Waffen der Stufe 4 bis 5 versuchen, weil dort habt ihr auch automatisch schon genug so Teile manchmal. Und wenn ihr die kaufen müsst und das ausrechnet, dann werdet ihr durchaus Profit machen, wenn ihr das ein bisschen clever macht. So, und dann das noch, wenn ihr auf Stufe Violett machen wollt. Also mindestens auf Stufe Blau, also mit zwei Verzauberungen lohnt sich definitiv auch schon. Ihr müsst halt eben einfach ausrechnen, mit welchen Rüstungen es sich lohnt. Idealerweise fangt ihr mal an mit jenen, die ihr selber auch brauchen könntet. Und ich würde mit 4 und 5 würde ich anfangen, aber wenn ihr es gut ausrechnet, es lohnt sich auch die anderen. Mit 4 und 5 sind die Preise einfach nicht so hoch. Da könnt ihr durchaus gutes Geld machen. Aber da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Ihr dürft es ruhig in den Kommentaren erwähnen, wenn euch das stört, dass ich auch ein bisschen andere Sachen noch erkläre. Ich gehe meistens wirklich nur auf die Dinge ein, die mir bewusst aufgefallen sind, dass sie nicht erwähnt wurden in den Videos, die ich gesehen habe. Nicht vergessen den Tipp noch, den ich euch gegeben habe mit den Anglern. Ich werde euch jetzt gleich nachher etwas zeigen.
Ich habe mich immer gefragt, warum die Angler so teuer sind. Arbeiter, dann könnt ihr hier wählen. Was ist der Angler? Fischer, da Fischer. Ich habe mich immer gefragt, warum der Fischer, es geht jetzt zwar noch, aber trotzdem, warum der Fischer so teuer ist. Also da seht ihr, auf Stufe 7 sind sie sogar schon alle ausverkauft. Auf Stufe 7 kann ich euch sagen, kosten sie, da könnte ich jetzt ein Riesenangebot machen, weil ich habe noch zwei von denen, aber ich behalte sie jetzt vorerst mal selber, weil die haben immerhin 250.000 damals gekostet. Wenn ihr sie aber auf Stufe 8 habt, dann kostet sie 520.000. Also das heißt rund das Doppelte. So könnt ihr natürlich das auch farmen, indem ihr anfängt bei Stufe 1 oder bei Stufe 2, 4.900, aber das dauert natürlich dann sehr lange. Ihr braucht sehr viele Aufträge und es dauert sehr lange. Darum habe ich es mir gegönnt, dass ich sie auf Stufe 7 habe ich mir zwei geleistet und einen zum Ausprobieren auf Stufe 8. Die bringen dann je nachdem natürlich auch mehr Ertrag und seltenen Ertrag. Aber warum waren die so, sind die so teuer, habe ich mich immer gefragt. Jetzt weiß ich es, warum. Weil sie einfach im Gegensatz zu den anderen, hier seht ihr bei den Söldern 49.000, die sind sehr einfach zum Farmen von den Büchern. Weil sie im Vergleich zu den anderen eben einfach seltene Sachen mitbringen können. Also ich bin ziemlich überrascht und begeistert von den Möglichkeiten, welche einem die Angler oder die Fischer besser gesagt, wie sie da genannt werden, auch bieten. Weil wenn die einem wirklich dann das Seegras bringen, könnte man das wirklich, also es kostet pro Stück irgendwie je nach Preislage bis zu 1200 Silber, kann man sehr viel Profit damit machen. Und auch Fische sind natürlich auch immer gut, weil damit lässt sich Nahrung machen oder sie auch direkt verkaufen. Aber jetzt möchte ich nicht so fest noch ablenken. Jetzt gehen wir direkt auf meine Insel wieder. Und bringen das zu Ende, wo ich angefangen habe. Wie gesagt, geht auf den Kommentaren ruhig drauf ein, wenn euch das stört, dass ich da noch diverse andere Sachen jetzt noch zusätzlich erklärt habe. Da bin ich vielleicht ein wenig unprofessionell, das ist mir jetzt auch selber ein bisschen aufgefallen, aber ich denke, es ist nützlich für Leute, die das Spiel anfangen, diese Dinge zu wissen, weil wenn ihr zum Beispiel die guten Videos wirklich, ich lobe es immer wieder von Larek über Albion anseht, der erklärt das ja richtig professionell, also das ist dann schon ein Unterschied, wie ich das mache und wie er das macht. Also da merkt man auch, der hat auch eine andere Ausrüstung und spielt es auf dem Computer und was ja meiner Meinung nach, ich bin ja bekennender Mobile Gamer. Also von dem her heißt es ja auch Mobile Flow bei mir, weil es wirklich explizit auf das mobile Gerät zugeschnitten ist, meine Plattform. Aber muss nicht heißen, dass es immer so ist, aber ich habe mich einfach damals dafür entschieden. Also bei dem Zauberer ist es so, dass wir jetzt diese Bücher brauchen. Ich tue dann schon auch immer schauen, dass sie richtig ausgerichtet sind. Das passt jetzt gerade. Das ist jetzt ein Fünfer. Ich bin leider ein bisschen langsam. Das merkt man, weil ich überladen bin. 140%. Das seht ihr hier. Hier seht ihr das. 140%, das bedeutet, ich bin eben ein bisschen langsam.
Also jetzt haben wir schon 10. Wenn er mit dem Ochsen arbeitet, da könnt ihr auf solche Stufen kommen, dass ihr nachher so langsam seid, dass ihr fast nicht mehr weiterkommt. Und wenn ihr dann noch das Mammut nehmen würdet, das habe ich noch nicht, aber es gibt ein Kommando-Mammut und ein Transport-Mammut. Das Kommando-Mammut hat extreme Schadens-Einsteck. Wie heißt also Stärke, also das kann extrem viel Schaden einstecken, ich glaube es 40.000 im Vergleich zu den anderen, die kommen so maximal die hohen auf 6.000, normalerweise 1.000. Und das Transportmammut kann dafür riesige Mengen an Material tragen, glaube ich irgendwie 20.000 Kilo oder so, oder irgend sowas, oder 2.000 Kilo, auf jeden Fall riesige Zahlen im Vergleich. Also die maximale Tragkapazität 1551 und beim Mammut sind es glaube ich 22.000. Das muss man sich mal vorstellen. Ach, vor lauter Reden haben wir vergessen, noch den Ofen zu verkaufen und die anderen Dinge. Das gehen wir nachher noch schnell machen. Da war ich ein bisschen abgelenkt. So, jetzt haben wir noch das Buch der Stufe 4. Sollten wir noch irgendwo haben, das ist da. Ich habe mich am Anfang eben immer gefragt, wie kommen die auf den Wert, dass sie das auf 100 kriegen. Und der ist mir dann aufgefallen, indem ich das einfach mal ausprobiert habe, indem ich unterschiedliche Elemente mal stehen gelassen habe. Und so ist mir das dann aufgefallen. Schau trotzdem immer ein bisschen wegen der Optik. Ah, das ist das Falsche, nicht die Pflanze. Ich brauche das Buch. Haben wir das? Ich schaue trotzdem immer auch ein bisschen wegen der Optik, dass es ein bisschen schön eingerichtet ist. Sonst könnte man das Zeug auch einfach, wenn man das. Wenn man da keinen Wert drauf legt, kann man das Zeug auch einfach irgendwie hinklatschen. Aber ein bisschen so das Optische macht mir schon auch Freude. Hat mir jetzt nicht gefallen, das ist nicht schön eingemietet gewesen. Wenn das überhaupt geht. Kurz Pause machen. Bitte um Entschuldigung, musste kurz Pause machen. Also weiter mit dem Dreier. Und dann noch. Das Zweier.
Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Gucken, was das jetzt ausgemacht hat. Obwohl, wenn ich da richtig sehe, haben wir da zwei Zweier. Das hatten wir, glaube ich, da schon mal. Fünfundzwanzig haben wir hingekriegt. Wenn das jetzt stimmt, meine Vermutung, dann kann man das aufnehmen und sind immer noch 25. Ja, immer noch 25. Aber man muss natürlich auch beachten, das ist jetzt bei den Verzauberern. Da hilft, glaube ich, nichts anderes. Wir können das gerne mal ausprobieren. Erstellen wir mal hier irgendwie so einen Stein hin. Das wird nichts ändern, denke ich. Immer noch 25, ja. Ja, dann muss man das auch so belassen. Es wird dann nachher, wenn wir das auf Stufe 7 bringen, können wir noch das 7er Buch reinstellen und dann auf Stufe 8, was ich jetzt schon vermute, das wird wahrscheinlich Unsummen an Millionen von Silber kosten, wenn man das nicht selber farmt, die Steine meine ich, weil ja, das ist jetzt schon auf Stufe, von Stufe 6 auf 7 ist schon 180 hellgelbe Steine, also Stufe 7er Steine. Das kostet schon Millionen Silber. Und darum von Stufe 7 auf 8, also in das Haus des Ältesten dann, möchte ich gar nicht wissen, wie viel das nachher kostet. Das ist ja dann Wahnsinn. Das ist übrigens jetzt trotzdem noch lustig, da könnten wir wirklich jetzt noch ein Gimmick reinstellen, weil bei den Zauberern ja nur die Bücher anscheinend zählen. Wenn ihr was anderes wisst, sagt es mir. Also ich habe jetzt schon unterschiedliche Dinge probiert, hat aber nicht funktioniert. Darum könnten wir hier tatsächlich noch ein wenig Verzierungen reinmachen, die wir noch nicht verkauft haben. Aber wie gesagt, das ist Luxus. Wann immer möglich, setzt solche Dinge ein, die ihr auch wirklich nutzen könnt und die ihr auch wirklich für das Potenzieren der Arbeiter, weil um das geht es ja, das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Also bevor es um die Verschönerung geht, geht es darum, dass die Arbeit möglichst viel Ertrag bringen. Das Einzige, was ich vielleicht empfehlen würde als kleines Zusatzelement, wäre allenfalls die Kiste, die ich hier habe, um zu kontrollieren, wie viel Ertrag das jeder Arbeiter bringt. Also so diese Kiste, die ich in jedem Haus habe. Damit können wir einerseits dann kontrollieren, wie viel Ertrag das jeder Arbeiter bringt. Und wir können auch die Bücher, die jeweils passend sind für die Arbeiter, auch passend immer wieder dort hineinlegen. Könnte man noch bisschen mehr Abstand machen. Wie gesagt, wenn ihr nur auf den Ertrag aus seid, dann müsst ihr euch da nicht so Mühe geben. Dann geht es hauptsächlich darum, möglichst nüchtern, möglichst viele verstärkende Elemente da rein zu klatschen. Und alles andere ist dann Nebensache.
Die Arbeiter sind übrigens deshalb weg, weil die jetzt noch in einem Auftrag sind. Und wie gesagt, ab jetzt werde ich die Gewinne, die sie machen, in den kleinen Kisten aufbewahren. Ich befinde mich ja zurzeit auch noch im Umbau mit dem letzten verbliebenen Baustellen, also wo ich früher die Tiere umgestellt habe von den Weidetieren zu den Reittieren. Da hatte ich ja extra ein Gestüt oder wie man dem sagen will. Das habe ich jetzt abgerissen und werde dort noch ein weiteres Haus für Arbeiter bauen. Dann habe ich die ganze Insel voll mit Arbeiterhäusern sozusagen. Und selbst hier in meiner Schatzkammer habe ich Arbeiter eingestellt. So, dann werde ich jetzt da noch die Auszeichnungen mitnehmen. Wie gesagt, ihr seht auch die Arbeiter, wenn ihr das Buch, das Trophäenjournal, das könnt ihr auch kaufen und ich zeige euch das schnell. Auch wieder so eine Zusatzinformation. Könnt ihr da in unterschiedlichen Auszeichnungen Bücher kaufen. Ich weiß nicht, ob das beim, doch geht auch beim Verzauberer. Da das normale Verzauberungsbuch und dann hier das Trophäenjournal. Dort bekommt ihr diese Trophäen. Das heißt, ihr müsst sie theoretisch dann gar nicht kaufen. Hier seht ihr, von den weißen habe ich schon 12. Auch von den gelben hätte ich genug gehabt oder habe ich genug. Und dann je nachdem gibt es zum Teil vielleicht auch solche Ausrüstung oder Trophäen, meine ich. Das heißt, wenn ihr die Arbeiter von klein auf groß zieht, dann bringen sie euch den meisten Ertrag an den Trophäen und so automatisch. Das Einzige, was ihr dann kaufen müsst, sind die Betten und die Tische. Und wenn ihr es ein wenig abkürzt, so wie ich, und Silber investiert, dann könnt ihr schon von Anfang an zumindest auf Stufe 5. Bis dahin ist es noch relativ erschwinglich. Und ab Stufe 6 und spätestens ab Stufe 7 wird es dann ziemlich, ziemlich teuer. Das ist halt dann so. Das ist leider so. So, jetzt muss ich da Platz finden für die Karpfenköpfe. Ob es richtig herum ist, ja. Fällt mir nicht.
da die Kiste mal schnell wegstellen. Die Kisten kann man nur dann wegstellen, übrigens, wenn sie leer sind. Ihr könnt übrigens auch die Zugriffsrechte völlig frei einstellen. Ihr könntet da jetzt Gilde einstellen, ihr könntet da jetzt Freunde einstellen, per Namen auch nennen, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt auf Privat. Das heißt, alle, die meine Insel besuchen, und dazu habe ich jetzt mal die ganze Gilde gezählt, die können zwar meine Häuser betreten, es ist aber so, dass sie die Kisten nicht öffnen können. Also wenn sie leer sind, dann könnt ihr sie aufnehmen. Und dann kann ich dann jetzt hier an der Wand noch das letzte Emblem platzieren. Wir haben ja von der Gilde schon gemeinsame Kisten auf der Gildeninsel, deshalb ist das aus Gründen auch, die ich ja vorhin im Video erwähnt habe, mir sicherer, wenn ich es so einstelle, dass sie auf Privat sind, weil denen, die wir kennen und so, die sind natürlich vertrauenswürdig, aber man weiß ja wirklich nie, wenn einer in die Gilde kommt und nur aus ist, um die Gilde auszunutzen, dann ist es definitiv sicherer, wenn man das auf Privat macht und man kann sich ja auch unterstützen, indem man miteinander Handel treibt und sich fragt und einfach locker miteinander umgeht. Vertrauen ist wichtig, weil es hat es tatsächlich anscheinend gegeben. Ich war schockiert, als ich das gehört habe, dass es Leute geben soll, die einfach eine Gilde nur ausnutzen. Ich würde alle dazu auch aufrufen, das sich nicht bieten zu lassen und diese Spiele zu nennen. Also wirklich auch das den anderen bekannt zu machen, welche da, seht ihr, wie weit dass ich hier gekommen bin. Also wirklich allein jetzt mit der richtigen Einteilung der Trophäen, wie man die nennt, habe ich es auf 70 gebracht. Jetzt kommen noch die anderen. Also ich habe mich früher immer gefragt, wie sie dort auf 100 kommen. Und erst durch das Erkennen, dass man das der Reihe nach jede Trophäe stehen lassen kann und soll, wurde mir das bewusst, dass das wirklich auch möglich ist, die 100 zu erreichen. Und ihr seht, die Arbeiter sind dann motivierter. Ich zeige euch auch schnell, was denn das bedeutet. Aber jetzt machen wir zuerst noch schnell die anderen allgemeinen Trophäen bereit, weil die sollten auch nicht fehlen. Mal gucken, welches das ist. Jetzt kommt also das Fünfer, weil die geben auch noch mal jeweils 5 Punkte. Das würde bedeuten, dass ich meinem Ziel sehr nahe komme. Und ich habe das früher eben, weil ich das bei einem anderen Spieler gesehen habe, dass der das so eingerichtet hat, dass alle Embleme der gleichen Stufe nur waren und die dann alle drei zusammen nebeneinander gestellt waren, habe ich gedacht, man müsste das so machen. Das war aber ein Fehler, weil in Wahrheit ist es wichtig, dass jedes Element, also jedes Emblem, auch die Schwächeren, oh, seht ihr, jetzt bin ich da am Limit, oder? Das heißt, höher kann ich jetzt nicht. Jetzt könnte ich natürlich noch die Kiste rausnehmen, tue ich aber nicht. Aber jetzt werden wir mal sehen. Auf 75 bin ich gekommen. Immerhin. Das würde nämlich jetzt bedeuten, wenn ich dann auf Stufe 7 bin ich schon mit diesem Haus, aber auf Stufe 8 käme, dann könnte ich nah an die 100 rankommen. Weil ihr seht wirklich, wenn die Arbeiter so erfreut sind wie hier, seht ihr hier wirklich, kann man auch auf der Stufe 7 immerhin 110,5% Arbeitsmotivation erwarten oder Ertrag erwarten. Da seht ihr oben 150% gibt den maximalen Ertrag. Das heißt, ich würde bei diesen Arbeitern
idealerweise Stufe 6 einsetzen, weil das gibt 150%. Und auch hier eben gibt es dann die Journale. Und ihr könnt dort mal schauen, es gibt hier die des Meisters, das sind die, wo ihr dann verschiedene Fische bekommt. Dann gibt es hier das Trophäenjournal der Generalisten-Großmeister, da bekommt ihr die verschiedenen Trophäen, die ihr dann später einsetzen könnt. Und hier bekommt ihr speziell auf die Fischer bezogene Trophäen. Also das heißt, wichtig, wenn ihr von das bringt am meisten Ertrag, die könnt ihr entweder hier selber auffüllen, indem ihr so ein Buch euch kauft. Ich werde jetzt nicht gleich dieses kaufen, sondern ich werde mir eines kaufen, das erreichbar ist für meine Stufe. Und dann habt ihr das einfach so wie ich jetzt hier noch zu im Inventar, so wie ich jetzt hier. Da seht ihr es ja, oder? Da unten, Entschuldigung. Dann lasst ihr das einfach dort drin. Und wenn ihr dann im Laufe des Spiels angelt oder wenn es andere Aufgaben sind, diese Aufgaben einfach erfüllt, dann nachher füllt sich dieses Buch langsam auf und wird dann am Schluss so wie dieses hier mit vielen Zetteln drin und seht ihr einfach, dass es voll ist. Dieses Buch ist übrigens momentan für mich jetzt hier noch nicht einsetzbar, weil sich meine Anglerkollegen hier noch in der Großmeisterstufe befinden. Ich habe die, wie gesagt, aus dem Grund gekauft, weil die waren 250.000 und die Meister, also die Ältesten, wären halbe Million gewesen und deswegen war mir das einfach ein bisschen zu teuer und andererseits habe ich hier die Möglichkeit, sie aufwachsen zu lassen. Das heißt, man hat auch irgendwie ein bisschen Freude, wenn sie dann aufgestiegen sind. Und die meisten meiner Arbeiter habe ich ja auf dem höchsten Level. Aber bei den Anglern war es jetzt wirklich so, ich habe mir für das neue Haus, mache ich auch nochmal einen Angler. Da habe ich einen Großmeister, also einen Ältesten. Und zwei Großmeister, also das heißt zwei gelbe und einen weißen. Dann werde ich mal auch dort den Vergleich machen. Ihr werdet es dann sehen. Ich werde extra nochmal dann ein Video machen, wo ich zeige, was der Ertrag ist. Hier seht ihr die Baustelle. Dort werde ich jetzt noch das holen, was fehlt. Das sind 180 von diesen Steinen. Zwei sind das. Es lohnt sich, alle Stufen dieser Steine schon früh genug auf der Seite zu haben, wenn ihr, so wie ich, die Insel bebauen wollt. Auch wenn ihr Essensstände baut oder alles, was ihr baut, ihr braucht immer wieder diese Steine. Ihr fragt euch, warum ich hier eine Schmelze und eine Metzgerei habe. Das hat folgenden Grund. Es hatte hier einfach zwei kleine Felder, die frei waren. Und deshalb habe ich mir diese zwei hier eingestellt. Ihr seht, diese Geschäfte brauchen auch immer, wenn ihr hier draufklickt, das wusste ich am Anfang auch nicht, wenn ihr hier draufklickt, also hier kommt ihr auf dieses Menü und dann seht ihr hier unten die 5%. Das heißt, die brauchen auch noch Lebensmittel. Die werde ich jetzt nachher mal schnell kaufen. Eine Weizensuppe braucht er. Das ist sein Leibspeise. Eine Weizensuppe also. Den habe ich hier schon aufgeladen. Sechzehn Prozent, das reicht.
Ah, was auch noch wichtig ist zum Erwähnen, die Reise auf Mettur, also auf eurer Hauptinsel, wenn es eine andere wäre, wäre das dann eure Hauptinsel, die ist immer gratis. Genauso wie auf eure Insel, genauso wie auf die Gildeninsel. Aber wenn ihr in eine andere Insel geht und vor allem mit dem vielen Gepäck, das ich jetzt dabei habe, weil das zählt dann was, kostet es, seht ihr, bis maximal 309.000. Oder in die näheren Gebiete 154.000, also ziemlich viel Schotter. In diese Stadt kommt ihr nur ohne Gepäck. Da kommt ihr nur rein, wenn ihr keine Sachen im Inventar habt, weil es dort einen Schwarzmarkt gibt. Das bedeutet, wenn ihr aber die Reise aufnehmt per Laufen, dann könnt ihr dort also die Sachen vermutlich schon mitnehmen. Ich war aber noch nie dort. Ich werde dann auch mal ein Video machen, wenn ich diese Reise mache. Was ich euch sagen möchte, ist einfach auch noch, es macht mehr Sinn und ihr spart viel Geld, wenn ihr nur in eure Städte reist und auf eure Inseln reist und die anderen Strecken nur im allergrößten Notfall und nur wenn ihr absolut genug Silber habt, euch leistet. Wenn ihr natürlich förig oder zu viel Silber habt, dann kann man natürlich immer auch die Reisen machen. Aber wenn man das Silber nicht in Hülle und Fülle hat, weil ich sage euch, alleine für den Umbau und die Arbeiter und die neue Rüstung auf Stufe 8, die habe ich mir schon mal geleistet, habe ich weit über, was soll ich jetzt sagen, 30 Millionen liegen gelassen. Weil ich kann euch das mal hier zeigen. Nehmen wir da mal den Stab, Roststab, Stufe 8. Das sind jetzt die nicht verzauberten auf der höchsten Stufe und dann nachher noch, wenn es geht, Meisterwerk. Da hat es jetzt ein 11,9 Millionen würde der kosten und auf Excellent 6,4 Millionen, alleine der Stab. Und dann kommt noch ein Buch dazu und dann noch die drei Ausrüstungsteile. Was natürlich wichtig ist, ist das, dass man die Dinge, die man abgebaut hat, dann auch gleich wieder verkaufen tut, je nachdem halt, ob man das Silber braucht oder nicht. So, den kann ich zum Beispiel verkaufen. Da habt ihr immer zwei Möglichkeiten. Entweder verkauft ihr das direkt, dann würde ich 97.000 Silber bekommen. Oder ihr macht Verkaufsorder, dann tut ihr es ins Auktionshaus stellen. Müsst dann aber je nachdem bis zu 30 Tage warten. Also meistens geht es relativ schnell, aber manchmal dauert es auch länger, bis es von irgendeinem Spieler gekauft wird. Ihr seht, ihr müsst dann aber auch Steuern zahlen. Das kostet euch was, aber verglichen mit den 97.000 sind die 183.000 natürlich schon ein bisschen verlockender. Deswegen erstelle ich da eine Order. Schauen, wie viel der zahme Elch. Wow. Wow, der bringt ja ziemlich was.
Da macht es viel aus, seht ihr, 3000 Silber etwa beim Direktverkauf und bei der Verkaufsorder 24.000. Das lohnt sich also. Man sieht, ich habe da jetzt noch 7,25 Millionen im Moment, bin also Millionär, aber das geht wirklich, wenn man vor allem die Materialien nicht selber erfarmt, sondern sie kauft, ist man natürlich selber schuld, wenn man dann jammert. Das mache ich auch nicht, aber ich sage euch einfach, wenn ihr diese Steine kauft, dann ist es am Anfang, seht ihr, sehr, sehr, sehr günstig, aber schaut dann mal ab Stufe 5 sind es 300 schon. Dann auf Stufe 6 sind es schon 1500. Stufe 7 sind es schon 7300. Das geht dann ins Geld, wenn ihr pro Haus 180 braucht. Oder wenn ihr ein Gestüt macht oder eine andere Einrichtung, dann sind es 300 Steine. Aber jetzt mal für die Häuser wären es pro Haus 180 jeweils. Und dann hier auf Stufe 8 könnt ihr euch schon freuen. 21.000 für einen einzigen Stein. Könnt ihr mal ausrechnen, wenn wir mal 180 nehmen. 3 Millionen, 3,9 Millionen, also fast 4 Millionen pro Haus. Da muss man dann gut überlegen, ob sich das lohnt. Ich werde dann wahrscheinlich eines dann mal umrüsten und dann auch wieder so einen 3 Wochen oder 4 Wochen Wartezeit machen und dann genau sammeln, was jeder erbringt. So, jetzt haben wir das. Ah, Futter brauche ich noch. Das ist mittlerweile so, weil ich jetzt auch noch Raubtiere züchte, reicht mir die eigene Farm momentan nicht. Ich werde dann, weil es mit den Tieren meistens nicht so profitabel ist, werde ich wahrscheinlich ganz nachher später auf Landwirtschaft umstellen. Aber momentan macht mir das Tierezüchten noch Spaß. Und man kann die Tiere natürlich später auch als Reittiere nutzen, was dann eben auch interessant ist und gut. So, Fleisch haben wir. Jetzt habe ich entweder zu viel Platz oder wäre zu schwer. Ja, bin zu schwer, dann passiert meistens das. So, also jetzt habe ich Nahrung und die Steine. Übrigens, wenn ihr mobil spielt, das ist auch noch ein kleiner Tipp von mir. Dann wählt unbedingt in den Einstellungen aus, dass es bei zu vielen Spielern die Spieleranzahl, die abgebildet werden, begrenzt, weil das spart wirklich enorm Prozessorleistung, die ihr dann für die wesentlich wichtigeren Dinge einsetzen könnt. Und vor allem bei mir beim Gerät, es wurde immer ziemlich heiß.
Und das hat sehr nachgelassen und ich konnte dafür die Grafikleistung ein bisschen hochstellen. Vor allem ein Tipp noch, auch die Schatten, die abgebildet sind, reduziert sie. Wenn ihr Probleme mit dem Gerät habt, dass es zu schwach wäre oder so, würde ich es sogar ganz abstellen, die Schattenbildung, oder sonst zumindest auf ein Minimum begrenzen, weil das braucht auch noch mal enorm viel Leistung. Ah, jetzt habe ich vergessen, die Weizensuppe, die wollte ich ja noch holen. So, das ist die erste Stufe des Hauses. Damit fängt es an. Oh, ohne Ochsen kann ich nicht laufen. So sieht die erste Stufe aus. Die werde ich jetzt relativ schnell hochbauen. Ich werde aber in der Zeit noch schnell die Tiere füttern und dann eine kurze Pause machen und euch dann am Schluss noch schnell zeigen, wie ich das Haus hochbaue. Jetzt zuerst aber mal die Tiere noch füttern. Hier seht ihr, das sind meine Fleischfresser. Das Ziel wäre nachher natürlich auch, das Fleisch selber herzustellen. Deswegen halte ich mir später dann auch Schweine wahrscheinlich oder Hammel. Grundsätzlich ist es aber so, man muss wirklich gut ausrechnen, inwiefern dass es sich lohnt, die Tierzucht zu betreiben. Ich mache es wirklich aus dem Grund einfach, um ein paar andere Reittiere zu bekommen und weil es einfach Spaß macht. Aber meiner Einschätzung nach ist es wirtschaftlicher, wenn man Kräuter und Gemüse anbaut und man kommt, wenn man sich auf etwas konzentriert, und das sollte man rein theoretisch eigentlich machen, kommt man auch viel schneller an ein höheres Level und kann dann viel schneller auch zum Beispiel Kälber des Meisters oder des Ältesten dann züchten. Zum Beispiel habe ich da auch im Moment noch ein ziemliches Durcheinander mit Gänsen und Schafen und Ochsen und Pferden, und ein Elch hatte ich auch noch. Das ist aber nur deshalb bei mir so gewesen, weil ich noch herausfinden wollte, welches der einzelnen Tiere am meisten Ertrag bringt und auch am lohnendsten ist. Weil ihr müsst auch bedenken, je älter, also je größer, also wenn zum Beispiel ein Stufe 6 bis 7 oder 8 Tier braucht auch dann seine Zeit, bis es aufgewachsen ist, also bis zu 12 Tage fast, währenddem ein unteres Leveltier irgendwie ein Tag oder 2 Tage oder so braucht. Ich glaube, das niedrigste ist ein Tag und 20 Stunden und das höchste so knapp 11 Tage und 20 Stunden. Und dementsprechend muss es dann auch jeden Tag gefüttert werden. Die höheren Leveltiere brauchen auch mehr Futter, ist mir aufgefallen. Und dementsprechend ist es dann auch so, dass es wirklich sehr viel Energie und Fokuspunkte und auch eben Nahrung, ich habe da gesehen, die muss man auch kaufen, wenn man selber es nicht erwirtschaften kann. Was ich jetzt noch möchte, sind diese Gänse, werde ich wahrscheinlich also die legen mir zwar jetzt bald Eier, die nehme ich noch. Kann man dann verkaufen, aber eigentlich, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, es ist ja nur virtuell, aber die werden dann wahrscheinlich hier in der Metzgerei gemetzget, weil möchte dann für die Wildtiere mein eigenes Futter produzieren. Schnell schauen, was die für eine Lieblingsnahrung haben. Bei diesen Gebäuden könnt ihr übrigens gut auch öffentlich machen,
Weil wenn jemand eure Insel besuchen würde, dann könnten sie hier auch etwas kaufen oder herstellen lassen, besser gesagt. Und ihr könnt ja auch selber hier aussuchen, ob ihr das Gebäude angreifbar machen wollt oder wie es auch Zugriffsrechte gibt. Oder bei der Verwaltung auch einstellen, ob es eine Belohnung gibt, wenn ihr 100 Nahrung eingebt. Das gilt natürlich nur für andere. Also da habe ich jetzt 799 Silber mal so zum Probieren reingegeben. Und ja, man kann dann auch bestimmen, wie viel das es kostet, wenn jemand oder ob es überhaupt etwas kostet, wenn jemand dort eine Leistung bezieht. Ich habe das so, bei Freunden sind es irgendwie 2 Stück Silber, also fast nichts, nur symbolisch. Und bei Fremden wären es vielleicht irgendwie auch 79 Silber oder was auch immer. Oder 799 Silber. Das kann man selber entscheiden. Man kann auch, in den Städten sind zum Teil ziemliche Wucherpreise, je nachdem. Darum gibt es ja auch mehrere Institutionen, wo man etwas kaufen kann, weil lohnt sich schon, die Preise ein bisschen zu kontrollieren oder einfach auch gut zu überlegen, wo man was investiert. Ich würde sowieso ganz sicher empfehlen, kauf die Dinge bei der Gildeninsel, dann liegt er garantiert richtig. So, jetzt mache ich schnell etwas. Ich habe da extra eine Kiste. Das ist immer die Kiste, wo ich immer für kurze Zwischenräume mein Zeug einstelle, weil die Sachen brauche ich dann später wieder, um noch weiterzumachen. Das ist zum Beispiel auch die Kiste, die brauche ich, wenn ich zum Beispiel meine Ausrüstung für Black Zone oder Red Zone ändere, weil mit der Ausrüstung würde ich zwar gut Schaden machen und gut kämpfen können, aber mal angenommen, ich würde eine Schlacht verlieren, hätte ich einen Verlust von mehreren Millionen Silber. Und deswegen kämpft man Vorbilder, also ja, eigentlich hauptsächlich in Ausrüstung, die bezahlbar ist. Das ist also meine Kiste, die ich benutze, wenn ich kurz was abzustellen habe. Das hier ist meine Steinkiste. Nicht nur Stein, meine Ressourcenkiste meine ich, Entschuldigung. Wenn ihr jetzt fragt, wo sind die verzauberten Ressourcen, die sind hier in der Kiste. Weil jede Kiste ist auch begrenzt irgendwann. Aber es sollte eigentlich aufgehen, wenn man sich ein Haus wie dieses hier zum Beispiel dann nimmt, wo man dann wirklich explizit nur also hauptsächlich vor allem Kisten aufbewahrt. Und das geht auch vor, weil irgendwo muss man Kisten aufbewahren, also sein Zeug einstellen. Also das ist mir in dem Haus das Wichtigste. Es geht sogar noch vor dem, dass ich da nicht genug Punkte habe, dann um den Verzauberern genug Kapazität zu geben, um möglichst viele Sachen, also möglichst viel Motivation zu bekommen. So, jetzt schön der Reihe nach. Nicht das wollte ich nicht, das hier. Muss ich gucken wegen dem Gewicht. Da das. So, jetzt bin ich bei 115. Kommt noch was dazu, und zwar der Stein. Ja, es sollte noch klappen. Ich bin zwar langsam jetzt, aber es sollte gehen.
Und diesen Steinen, wenn ihr wirklich etwas aufbaut, immer wenn ihr ein Haus baut, sind es von diesen Blöcken da, die ihr da seht, sind es 180, die ihr braucht. Und dann braucht ihr noch von diesen einen Steinen, die unbehandelt sind, jeweils eine gewisse Anzahl und dann von den einen Hölzern auch eine gewisse Anzahl. Wenn ihr aber Reiterhof oder andere Sachen bauen wollt, obwohl ihr jetzt ja wisst, dass es eigentlich sich mehr lohnt, die Dinge auf der Gildeninsel herstellen zu lassen oder umbauen oder auch zu fertigen. Ja, dann solltet ihr einfach damit rechnen, dass es dann bei den Blöcken 300 sind. Das seht ihr auch, darum habe ich jetzt auch so viele übrig. Und dann geht ihr hier einfach auf Aufwerten, beginnen und fangt an aufzuladen. 180 habt ihr gesehen, dann 60, eine Steine und 60 Holz. Das ist die nächste Stufe. Dann machen wir gleich weiter, weil es so schön ist. Aufwerten. Beginnen. Nächste Stufe. Und eben je nach Stufe dieses Hauses ist es dann auch das ist auf der anderen Seite, ist es dann nachher auch möglich, die Möbel einzurichten. Also in einem Haus, das ich auf Stufe 6 habe, kann ich dann auch Betten der Stufe 6 und Tische der Stufe 6 reintun. Arbeiter hingegen kann ich schon von Anfang an Großmeister oder die Ältesten reinstellen. Also das spielt relativ wenig dann eine Rolle. Ist noch interessant. Aufwerten wieder. Beginnen. So, das ist die nächste Stufe. Schauen, sollte ich es noch einmal aufwerten können. So, jetzt hätten wir das. Jetzt eben, ich zeige euch noch ganz schnell, wenn ihr jetzt hier, seht ihr, weitermachen würdet, bräuchtet ihr 180 von den gelben Steinen. Alles andere ist erschwinglich, aber die Steine sind der teure Punkt. So, ich mache kurz Pause. Ich gehe jetzt schnell in die Stadt und kaufe mir noch die nötigen Utensilien, die ich brauche, um das Haus einzurichten und komme dann gleich wieder. Bis gleich. So, inzwischen ist es Nacht geworden. Ich habe hier das Haus eingerichtet. Ich habe es hochgelevelt bis Level 7 und werde jetzt hier noch die passenden Trophäen platzieren. Wie gesagt, bei den Trophäen kann man immer die Trophäe auch platzieren, die der jeweiligen Stufe des Hauses gerecht wird. Also weil ich jetzt auf Level 7 bin, kann ich auch die Trophäe von 7 platzieren. Ich habe jetzt eben hier, wie ihr seht, Angler platziert und wenn ihr es richtig seht, seht ihr zwei Großmeister und einen Ältesten. Den habe ich mir einfach geleistet.
Wenn ihr aber sparsam sein möcht, könnt ihr für 999 Silber auch Lehrlinge euch kaufen. Ah, jetzt habe ich das Limit erreicht, seht ihr. Darum eben sparsam sein mit den Einrichtungsgegenständen. Ich könnte jetzt noch eins zusätzlich, wenn ich diese Truhe nicht da drin hätte. Die lasse ich aber dort drin, weil die gehört dazu. So, den kann ich jetzt die erste Arbeit abgeben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das dort drin habe. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe die richtigen Bücher nicht. Ich gehe die mir schnell in der Stadt kaufen und bin gleich wieder zurück. So, jetzt noch kurz vor der Serverwartung geben wir jedem unserer Angler die passende Aufgabe mit. Da seht ihr, die möglichen Fänge sind also sehr beachtlich. Ich hatte auf Stufe 6 leider keinen Zugang zu diesem Buch, aber wir nehmen das natürlich an. Jetzt werden wir hier noch bei dem Ältesten schauen. Da seht ihr, vor allem beim Seegras, es ist natürlich schon beeindruckend, wenn man jetzt da diese Zahl würde fischen. 225 mal 1200, also das ist ziemlich viel. Wie gesagt, ich werde das von jetzt an sammeln und wir werden so in 2 bis 3 bis 4 Wochen, je nachdem, wie lange das ich es aushalte, zusammen sitzen und überlegen, welche Einheit am meisten Profit bringt. Also ich kann wenigstens, also die Angler, die sind jetzt wirklich interessant. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn ihr Fragen habt oder Kritik, dann meldet euch. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye bye.